Liebe Genossinnen und Genossen, im November 2014 habt ihr mich zum ersten Mal zum Schatzmeister gewählt. Ich hatte damals ehrlich gesagt großen Respekt und war unsicher, ob ich dieser Aufgabe gewachsen bin. So richtig bekommt man ja wohl auch mit, erst mit, wenn man mit dieser Tätigkeit begonnen hat. Das Risiko war mir durchaus bewusst. Umso dankbarer bin ich, dass man mir meinen Start als Landesschatzmeister in diesem Landesverband einfach gemacht hat. Dazu beigetragen haben die Mitglieder des Landesvorstandes, aber auch die Kolleginnen und Kollegen der Landesgeschäftsstelle und vor allem die Kreisschatzmeisterinnen und Kreisschatzmeister in der Runde des Landesfinanzrates. Dafür möchte ich mich zunächst einmal bedanken. Besonders bedanken möchte ich mich bei zwei Genossinnen, die mir in den vergangenen Monaten jederzeit mit Rat und Tat zur Seite standen. Zum einen Gabi Krasat als Buchhalterin des Landesverbandes. Mit Gabi gewinnt man. Und zum anderen bei Andrea Juliger als Landesgeschäftsführerin. Beide hatten immer ein offenes Ohr für mich und meine Fragen und haben maßgeblich dazu beigetragen, dass ich in der Zwischenzeit sagen kann, dass mich diese Aufgabe fordert, aber auch großen Spaß bereitet. Herzlichen Dank dafür. Liebe Genossinnen und Genossen, im vergangenen Jahr konnte sich der Landesverband finanziell konsolidieren. Das haben wir ja auch in unserem Rechenschaftsbericht herausgearbeitet. Trotz geringer werdender Anzahl von Genossinnen und Genossen blieb das Beitragsaufkommen nahezu gleich. Das hat etwas mit der hohen Beitragsehrlichkeit, aber auch mit dem unermüdlichen Wirken der Finanzverantwortlichen vor Ort in den Kreisverbänden zu tun. Der durchschnittliche Beitragssatz pro Monat und Mitglied stieg dadurch inklusive der EL-Beiträge auf 18,22 Euro. Nur der Landesverband Berlin hat noch einen unwesentlich höheren Durchschnittsbeitrag. Die Mandatsträgerbeiträge sind ebenfalls gestiegen und tragen dazu bei, dass wieder Rücklagen für die anstehenden Wahlkämpfe gebildet werden können. Besonders erfolgreich waren 2015 die Spendenkampagne Brandenburg, weltoffen und nazifrei. Christian hat es ja schon in seiner Rede erwähnt. Über 27.300 Euro sind zusammengekommen und standen und stehen für vielfältige Aktionen gegen Nazi-Aufmärsche und für die zahlreichen Aktivitäten der Willkommensinitiativen im Land zur Verfügung. Herzlichen Dank für diese große Spendenbereitschaft. Leider ist es nicht zu erwarten, dass die Hetze und fremdenfeindliche Gewalt in den kommenden Monaten abnehmen werden. Es ist genauso wenig zu erwarten, dass die Zahl der Flüchtlinge, die aus Not, Verfolgung und nur um ihr Leben zu retten, abnehmen wird, weil an den Ursachen ihrer Flucht nichts Wesentliches geändert wird. Deshalb bin ich so stolz auf meine Partei, die sich entschieden hat, den Hetzern und Nazis entgegenzustellen und den Geflüchteten ein herzliches Willkommen bereitet und an der Integration dieser Menschen arbeitet. Wir werden also auch in 16 und 17 Geld für diese Aktivitäten gegen Rechts und für die Flüchtlingsarbeit benötigen. Ich möchte als Landesschatzmeister dazu beitragen, dass das benötigte Geld dafür zur Verfügung steht. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben heute schon über die 2017 anstehenden Bundestagswahlen gesprochen. In der Zwischenzeit bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob nach den drei Landtagswahlen kommendes Wochenende die Koalition auf Bundesebene zwischen CDU, CSU und SPD bis 2017 fortbestehen wird. Dafür wird innerhalb dieser Parteien doch sehr offensichtlich an den Stühlen von Merkel und Gabriel gesägt. Sei es wie es sei, ich möchte dafür Sorge tragen, dass wir für die Bundestagswahlen finanziell gut gerüstet sind und freue mich auf die Zusammenarbeit im Landeswahlbüro und auf einen kreativen, entschlossenen und vor allen Dingen erfolgreichen Wahlkampf. Liebe Genossinnen und Genossen, der neue Landesvorstand wird sich aber auch zu zukünftigen Strukturen innerhalb des Landesverbandes und innerhalb der Landesgeschäftsstelle verständigen müssen. Zum Ersten liegt euch ein Antrag für den morgigen Beratungstag vor, in dem viele Arbeitsaufgaben festgeschrieben worden sind und an deren Umsetzung ich gern mitarbeiten möchte. Zum Zweiten müssen wir uns darauf vorbereiten und die Aufgaben in der Landesgeschäftsstelle weiterhin strukturell zu untermauern. Auch daran würde ich gern weiter mitwirken. Liebe Genossinnen und Genossen, sofern ihr es noch nicht wisst, mein Name ist Ronny Kretschmer, ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder,
bin gelernter Krankenpfleger, langjährig im Betriebsrat und ehrenamtlich in der Gewerkschaft unterwegs gewesen, einiger Kreisvorsitzender OPR und seit mehreren Jahren in der Stadtverordnetenversammlung Neuruppin aktiv. Ich danke euch für die Zusammenarbeit und würde mich freuen, wenn ihr mir wiederum euer Vertrauen aussprecht. Ich versuche nicht nur, mich kurz zu halten, sondern ich halte mich kurz. Danke.